Hallo, geht's schon los, oder? Nee, aber gleich. Ich sehe hier gerade das Video. Achso, warte mal, starten wir neu. Ein wunderbarer Herd. Ja, es tut mir leid, wir sind gleich soweit. Ja, wenn du ruhig rein. Wenn du ruhig rein ist gekommen. Okay, jetzt geht's los. So. Hallo, pünktlich um 18.30 Uhr geht's los. Wir begrüßen euch zu unserer Live-Koch-Session. Ich hoffe, ihr könnt alles gut hören. Ganz kurz für euch zum Ablauf. Und zwar, ihr seht, ich habe hier so manches schon ein bisschen vorbereitet. Aus dem Grund, dass es mit den Küchengeräten nicht so laut wird, ihr alles gut hören könnt und ich eher so ein bisschen die Kochrunde anleite und mit euch interagiere, was ihr an Fragen stellt. Schreibt ruhig in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt. Wir werden im Laufe der Kochsession immer wieder einige Infos euch mitgeben, euch auf verschiedenste Sachen hinweisen. Genau. Wer mich nicht kennt, ich bin die Tami aus der Base 5 und ich darf heute mit der Pia gemeinsam kochen. Und die Pia startet einmal und erklärt euch den Ablauf. Viel Spaß! Danke, Domi. Hi. Schönen Abend auch von mir. Cool, dass wir wieder dabei sind. Wir starten heute unser erstes Live-Koch-Video. Ihr könnt entweder zuschauen, unsere Zeit nochmal später kochen oder einfach gleich mitkochen. Wichtig, dass ihr einfach die Zutaten schon herrichtet, dass wir dann nicht zu viel Zeit verlieren. Ihr könnt auch schon eine Schüssel herrichten, die wir dann gleich für den Teig brauchen. Und ihr könnt euer Backrohr vorheizen auf 200 Grad. Heißluft, ja, damit wir einfach dann schon ein warmes Backrohr haben. Wir starten gleich einmal mit den Zutaten für den Teig. Wir haben 250 Gramm Magerkartoffeln. Die geben wir uns einfach einmal in eine Schüssel rein. Gut. Schlagen uns ein Ei dazu. Bei den tierischen Produkten, wie zum Beispiel Eier oder Topfen, schaut es da wirklich auf super Qualität, entweder Bio-Qualität aus dem Supermarkt oder vielleicht kein direkt an Bauern, wo man sich das kaufen kann, dann hat man wirklich tolle Qualität für die Produkte. Gleich dazu geben wir uns noch einen Esslöffel Öl. Da könnt ihr zum Beispiel Rapsöl nehmen oder auch Olivenöl. Wir geben uns gleich dazu einen halben Esslöffel Salz, ein paar italienische Kräuter. Wir haben zum Beispiel immer die Produkte von Sonnentor, weil es einfach super Qualität ist, dann immer frische Produkte. Das geben wir uns da rein und das verrühren wir jetzt einfach einmal mit einem Löffel. So, dass sich das Ei gut vermischt. Wenn ihr natürlich eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das Ganze da drinnen machen. Und damit kann auch da einen guten Tipp nur dazugeben, was sie da für eine Küchenmaschine hat. Aber ich zeige es euch einfach mal mit der Hand vor. Genau, also ich habe ja eben schon erwähnt, ich war heute Nachmittag schon ein bisschen fleißiger. Ich habe das alles davor schon gemacht. Die Pia macht das immer vorzeigemäßig schön mit ihrem Löffel oder der Gabel. Ich mache es immer schnell vor mit der KitchenAid. Super perfektes Rührgerät für alles. Also wer eine Küchenmaschine zur Hand hat, der nimmt einfach die Küchenmaschine mit dazu. Das geht genauso. Erleichtert das Ganze ein bisschen. Und dann kann ich glaube auch gut geworden. Gut, weiter geht's mit unserem Teig. Wir geben als Backtriebmittel einen Teelöffel oder einen halben Esslöffel Weinsteinbackpulver hinein. Wer jetzt nur normales Backpulver
daheim hat, überhaupt kein Problem. Aber vielleicht, wenn es das nächste Mal einkaufen geht, nennt es auch ein Weinsteinbackpulver. Das enthält einfach keine Phosphate im Gegensatz zum normalen Weinbackpulver. Und das Phosphat kann sich einfach schlecht auf die Knochendichte auswirken. Also bessere Wahl. Weinsteinbackpulver gibt es eigentlich mittlerweile in jedem Supermarkt zu kaufen. Weiters gehen wir Haferkleie dazu. Viele haben schon gefragt, was ist Haferkleie? Ganz kurz erklärt, Haferkleie ist einfach die Randschicht vom Haferkorn, also quasi die Ummantelung vom ganzen Korn. Ist ein reiner Ballaststoff. Es sind ganz viele tolle Wirkstoffe drinnen. Zum Beispiel der Ballaststoff Beta-Glucan, der super ist für unsere Blutfettwerte. Gehen wir da rein. Wer das jetzt nicht daheim hat, kann auch einfach Haferflocken feine dafür hernehmen. Die Haferkleie gibt es auch in jedem Supermarkt. Als DM zum Beispiel. Darf ich das überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Ich sage es einfach. Gut. Und wenn wir das schön verrührt haben, geben wir noch unser Mehlkleid dazu. Jetzt kurz mit dem Löffel und dann arbeiten wir da einfach mit der Hand weiter, dass sich das zu einem schönen Teig vermengt. Eben in der Küchenmaschine geht es ein bisschen flotter, aber wir machen das jetzt so. Wir haben ja ein paar die erste Frage mit Backpulver. Wie viel Backpulver hast du jetzt reingenommen in den Teig? Ein halbes Back für so einen Teelöffel ungefähr. Perfekt, danke. Also ihr seht, man merkt, der Teig bindet jetzt durch das Mehl ganz gut. Die Flüssigkeit von Topfenrei, Öl werden aufgesaugt. Und jetzt zum Schluss geht er einfach nochmal mit der Hand rein, damit man es gut vermengen kann. Warum macht man jetzt da einen Topfen rein? Ich glaube, die Tami kann euch da ein bisschen was dazu erzählen, warum wir den nicht einen normalen Gärnteig machen, wie man sonst für einen Flammkuchen vielleicht machen würde. Genau, wenn ihr da alles schön am Herrichten und Verrühren seid, wahrscheinlich kennt ihr da den normalen Flammkuchen mit einem Hefeteig vielleicht. Ihr habt Mehl drin, ihr habt ein bisschen Hefe drin, Wasser, Öl, manchmal noch Milch. Wir verwenden den Topfenölteig einfach aus dem Grund, dass ihr in den Teig schon ordentlich eine Portion Eiweiß integrieren könnt, ohne dass ihr eine wahnsinnig große Beilage dazu braucht. Der Topfen hat ein super hochwertiges, gut verwertbares Eiweiß, Milcheiweiß, das der Körper gut aufnimmt, das wir in ausreichendem Maß natürlich brauchen. Und das war natürlich auch der Grund, warum wir dieses Gericht so gewählt haben. Einfach um euch einmal zu zeigen, wie man ein Gericht, das man eigentlich kennt, das jeder gerne mag, auch mit guten Nährwerten verpackt gestalten kann. Ihr werdet sehen, es geht sehr einfach. Es ist ein Ei mit dabei, das ist genau das gleiche wie mit den Milchprodukten. Ihr habt tolles Eiweiß mit drin und könnt so euren Teig einfach schon ein bisschen proteinhaltiger gestalten. Genau. Genau, unser Teig ist jetzt mittlerweile fertig geknetet. Ihr seht, es wird ganz so schöner, kompakter Teig. Den stelle ich mir jetzt mal zur Seite. Und jetzt geht es ans Ausrollen vom Teig. Vielleicht habt ihr daheim so ein Nudelholz zum Ausrollen. Wer das nicht hat, kleiner Tipp, man kann einfach eine Weinflasche zum Beispiel dafür verwenden. Oder eine Black Rock. Würde auch gut gehen. Ich wollte das Ganze gleich auf dem Backpapier auf. Ihr habt da so eine Dauerbackfolie. Man kann aber einfach ganz so normalen Backpapierstreifen nehmen. Oder wenn ihr sowas gar nicht daheim habt, könnt ihr auch einfach direkt das Blech mit ein bisschen Öl bestreifen. Dann klebt der Teig auch nicht an. Ich habe jetzt also noch so eine Backfolie hergerichtet. Gib mir da mal den Teig drauf und fangen wir jetzt mal an, so leicht mit den Fingern auseinander zu drücken. Und rollen wir den dann einfach einmal so aus. Ihr könnt den Flammkuchen klassisch in einer viereckigen Form machen oder ihr könnt es auch rund machen, dann ist es eher wie eine Pizza. Sollte der Teig aber kleben, legt jetzt einfach noch ein bisschen Mehl her, gibt es das drauf und dann klebt das Ganze nicht mehr fest. Was natürlich bei so solchen Rezepten immer super gut ist, wenn die ganze Familie mitessen kann. Also egal, wer am Tisch sitzt, ob ihr
euren Partner damit glücklich machen wollt, ob ihr Kinder versorgen müsst. Es ist wirklich ein universelles Rezept, das ihr jederzeit für jeden hernehmen könnt. Und was auch zu top ist, selbst wenn ihr alleine seid, nehmt es her und esst am nächsten Tag vielleicht noch. Kann man kalt und warm nochmal genießen. Dann habt ihr das gleich super vorbereitet. Genau, aus dem Teig kann man verschiedenste Sachen machen. Der eignet sich auch super für kleine Brötchen, als Grundlage für Quiche zum Beispiel, als Teig. Also super universell einzusetzen. Damit vielleicht erklärst du uns noch kurz ein bisschen was über die Haferkleie noch. Genau, die Pia hat es vorher eh schon kurz angesprochen, die Haferkleie oder ein Hafermark ist einfach die Schale von der Hafer. Ganz wichtig aus dem Grund, weil es einfach super wichtige Ballaststoffe für den Darm hat. In den Haferflocken genauso drin, im Hafermark einfach ein bisschen konzentrierter in der Kleie. Und für uns ist ganz wichtig, oder geben wir immer gerne als Tipp mit, die Hafer sollte jeden Tag irgendwo in eurer Ernährung Platz finden, egal ob es im Frühstück, im Müsli ist oder eben in so einem Teig eingebunden, einfach weil dieses Beta-Glucan cholesterinsenkende Funktion hat. Also es zieht quasi das Blutfett schon ein bisschen aus dem Blut raus, genau, baut es natürlich ein bisschen ab dadurch und man kann so seinen Gesundheitszustand extrem fördern. Genau. Und was die Pia jetzt auch gerade schon erwähnt hat, der Teig kann für mehrere verwendet werden, egal ob ihr jetzt daraus Brötchen backen wollt für morgen früh fürs Frühstück oder ob ihr den Teig als Quiche-Untergrund hernehmen wollt. Gerade für jetzt diese Zeit, wo wir zu Hause sind, wo wir eigentlich angehalten sind, nicht so viel einkaufen zu gehen, optimal. Ihr braucht einen Topfen, ihr braucht Eier. Wenn ihr einmal zum Einkaufen geht und alles in ein bisschen größerer Menge holt, dann habt ihr eigentlich schon drei Gerichte oder die Zutaten für drei Gerichte, ohne dass ihr viel nachdenken müsst. Kauft Gemüse dazu, ihr könnt es mit allen beliebigen Gemüse irgendwie kombinieren und seid so einfach schon richtig gut versorgt, auch wenn ihr jetzt das Haus nicht so viel verlassen solltet. Genau, den Teig habe ich jetzt einfach da gleichmäßig verteilt. Wichtig, dass er nicht auf einer Seite zu dick ist, zum Speck dann nicht gleichmäßig durch. Ich nehme da jetzt einfach eine Gabel und stiche mir da ein paar Mal in den Teig hinein, einfach, dass die Luft dann beim Backen aus den Löchern rausgehen kann und dass er nicht zu große Blasen schlägt, der Teig. Genau, wir haben nämlich hier das Paradebeispiel. In der Eile habe ich das natürlich nicht erledigt und habe wunderschöne Bläschen schon auf meinem Teig. Aber ganz egal. Weil es gar nichts macht, ihr könnt es ja einfach einstechen dann im Rohr und über den Lieder drücken. Macht überhaupt gar nichts. Den Teig nehme ich jetzt einfach. Legen wir auf unser Blech vor und den schieben wir jetzt circa 10 Minuten ins vorgeheizte Backrohr. Wichtig immer vorgeheiztes Backrohr, dass der Teig gleich arbeiten kann. Wichtig noch vielleicht zum Backpulver. Wenn ihr den Teig vorbereitet, gibt es den Backpulver noch mit dazu. Weil vor allem, wenn man mit relativ fettarmen Teigen arbeitet, dann verliert das Backpulver an Wirkung. Das heißt, ihr bereitet vielleicht den Teig am Abend vor und knetet dann, macht dann am nächsten Tag erst das Gericht, knetet erst dann das Backpulver unter, sonst verliert es die Wirkung und der Teig geht nicht mehr auf. Assistent, schau bitte auf die Uhr. Während unser Teig also backt, können wir uns schon um unsere Fülle kümmern. Wir machen jetzt eine Fülle mit Frühlingszwiebeln, mit Spinat, mit Feta, mit Eiern. Ihr könnt den Flammkuchen natürlich auch anders belegen, zum Beispiel mit Lauch und Schinken oder Gorgonzola und Birne habe ich schon ausprobiert. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu belegen. Achtet einfach darauf, dass auch im Belag ausreichend proteinreiche Lebensmittel und auch frisches Gemüse dabei sein. Ja, kurz noch zum Tiefkühlspinat, ich habe den jetzt halt schon aufdauen lassen. Ihr merkt es wahrscheinlich,
wenn ihr den auftauen lasst, dass da viel Flüssigkeit entsteht, einfach mit der Hand einmal ausdrücken und die Flüssigkeit abgießen. Bei wem jetzt der Spinat noch gefroren ist, überhaupt kein Problem. Das gehen wir dann in die Pfanne rein, es dreht einfach dann die Flüssigkeit aus und wir können es dann von der Pfanne rausschieben. Also wenn eurer gefroren ist, überhaupt kein Problem. Natürlich kann man auch frischen Spinat verwenden, aber wir haben uns einfach gedacht, zurzeit ist es vielleicht nicht so leicht, einen frischen Spinat zu bekommen. Darum haben wir jetzt einfach ein Tiefkühlprodukt. Die Frühlingszwiebeln einfach waschen und die Wurzeln entfernen. Achtung auch da immer schauen, wenn ihr den halbiert, da drinnen setzt euch gerne ein bisschen Erde ab, auch da nochmal drüber waschen, dann falls ihr da noch Rückstände von Erde seht. Und den schneiden wir uns einfach klein. Ich habe jetzt da relativ dicke Frühlingszwiebeln, deshalb bin ich so halbiert. Und dann einfach einmal in kleine, feine Ringe schneiden. Wenn ihr keine Frühlingszwiebeln habt, könnt ihr ganz normale Zwiebeln einfach verwenden. Wenn ihr jetzt hier gerade so am Schneiden seid, ich habe zum Beispiel auch den ganzen Bund Frühlingszwiebeln hergenommen, noch einzelne übrig gelassen, nehmt das gleich schon für die nächste Mahlzeit mit her. Seid da clever, schneidet einfach schon ein bisschen Gemüse vor, wenn ihr gerade schon in der Küche steht am Schneiden seid, ob ihr bis 2 Minuten mehr sind. Das macht dann immer so viel aus und ihr habt zum Beispiel am nächsten Tag für die Mittagsmahlzeit, wenn es da ein bisschen schneller gehen soll, einfach schon euer frisches Gemüse fertig geschnitten und könnt es einfach nur noch warm machen. Sowas bietet sich immer an. Und auch natürlich in der Auswahl vom Belag. Ihr könnt daraus einen ganz klassischen Flammkuchen machen oder eben macht es ein bisschen mediterraner, macht es Pizza ähnlich, ihr könnt den Teig für alles hernehmen. Ob da Tomaten und Zucchini drauf sind, mit Oliven dazu. Wer mag vielleicht einen Thunfisch oder ein paar Garnelen mit drauf? Ihr seht ja, da ist man wirklich sehr, sehr flexibel und kann es ganz, ganz beliebig einsetzen. Zwiebel und Knoblauch eigentlich ganz beliebte Zutaten bei Rezepten, weil einfach die scharfen Stoffe, die da drinnen sind, die vielleicht auch in den Augen ein bisschen tränen, die sind ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit, schützen uns vor Krankheiten, stärken unser Immunsystem, sollen auch vor Krebs vorbeugen. Also auch die Knoblauchzehe, entweder presst sie oder schneidet sie einfach ganz klein. Ich schneide dafür immer ganz kleine Streifen ab, halbiere das Ganze noch einmal und hacke mir das Ganze dann einfach klein durch. Natürlich vorher den Knoblauch schälen. Und das einfach dann nachher einmal so kurz durchhacken. Genau. Knoblauch passt immer super zum Spinat. Genau. Scheut euch nicht vor Fragen, wenn ihr nebenher noch eine Hand frei habt oder einen nebendran stehen hat, der vielleicht schnell was abtippen kann. Wenn euch was auf der Zunge brennt, fragt uns das ruhig. Dafür sind wir da und machen das sehr gerne. Genau, also wenn ihr schon... Wenn die Pfanne hast du heiß, was nimmst du in deine Pfanne zum Anbraten an Ölen oder was würdest du empfehlen, was man hernehmen soll? Also zum Braten eignet sich eigentlich super Rapsöl. Immer schauen, dass es gibt da zwei verschiedene Rapsölsorten. Es gibt eins zum Braten, das eignet sich sehr gut, wenn man es hoch erhitzen kann. Würde jetzt aber zum Beispiel auch für Butterschmalz funktionieren oder auch Kokosöl. Ja? Also freien Olivenöl zum stark erhitzen verwenden und auch Sonnenblumenöl würde man jetzt nicht so empfehlen, weil einfach die Fettsäurenzusammensetzung nicht ideal ist. Also eine Pfanne dann auf den Herd stellen. Unseren Esslöffel Öl circa reingeben. Ja, wir lassen jetzt die
vorne einfach heiß werden. Bei mir geht es recht schnell, weil es Induktion ist. Du kannst auch dann schon den Spinat bereitstellen. Wenn ihr einen frischen Spinat habt, dann stellt noch ganz geschwind einen Topf mit heißem Wasser auf den Herd, haut ein bisschen Salz mit rein und lasst den Spinat einfach für 3-4 Minuten in dem kochenden Wasser, gießt den gut ab und bringt ihn dann zu den Zwiebeln und dem Knoblauch gemeinsam in die Pfanne, rührt es noch einmal durch und dann wieder in die Schritte einsteigen, die Pia dann weiter erklärt. Muss ich die kurz unterbrechen, Dami? Ist natürlich ein guter Tipp, aber funktioniert auch, wenn es den Spinat direkt in die Pfanne mit reingeht. Ja? Perfekt. Also geht das so. Wir nehmen die Frühlingszwiebel und den Knoblauch, geben das in die heiße Pfanne rein und brutzeln das Ganze dann einmal scharf an. Achtung, dass es nicht verbrennt, das Ganze. Ein bisschen Farbe kannst du kriegen. Hallo, die Eva schreibt uns gerade. Danke für die Einladung zum gemeinsamen Kochen. Hallo Eva, wir vermissen euch nämlich auch schon alle und wir finden es richtig cool, wenn wir euch immer so zahlreich vertreten bei unseren Trainings seht. Und wir dachten, es ist so Sonntagabend eine gute Gelegenheit, euch auch mal gemeinsam zum Kochen einzuladen. Dann seht ihr uns mal wenigstens und kriegt ein bisschen was von uns mit und uns freut die Interaktion richtig arg. Und uns freut es auch genauso, dass ihr alle so super positiv und ja, mit guter Laune in diese Zeit der Heimquarantäne geht oder seid. Und genau, freut uns mega arg. Eine nächste Frage war noch, wie viel Zwiebeln drin sind. Macht das ein bisschen nach Gefühl. Die Pia hat jetzt zwei Frühlingszwiebeln genommen oder eine normale Zwiebel. Je nachdem, wie viel Menge Spinat ihr habt oder auch wie gerne ihr das mögt. Genau, das waren jetzt große Frühlingszwiebeln, ganz dick. Die wird einfach beliebt sein, immer so einen Bund zusammengefasst, einfach einen halben Bund ungefähr. Ihr könnt da ein Stück Lauch nehmen, wenn ihr vielleicht sowas zu Hause habt. Halt jetzt hier den Kühlschrank richtig lang. Genau, es fängt jetzt schon richtig gut an zu brutzeln. Duftet da schon herrlich. Ich habe da unseren Teig im Auge. Er braucht noch ein bisschen. Und wenn ihr merkt, dass die Zwiebel so leicht glasig anläuft, kann man auch schon den ausgedrückten Spinat dazugeben. Wenn ihr einen frischen dazu nehmt, ist das natürlich zu verschließen, wenn ihr einen Spinat, der fällt aber, wenn er mit Hitze in Kontakt kommt, ganz, ganz schnell zusammen. Das heißt, es kann sein, dass das zuerst die ganze Pfanne ist, wird dann aber genauso die gleiche Menge wie der tiefgekühlte Spinat. Genau, wenn der Spinat dazu kommt, reduzieren wir einfach ein bisschen die Hitze, geben wir einen Deckel drauf. Und lassen das kurz ein bisschen braten, da drin ein bisschen dämpfen, immer im Auge behalten, dass natürlich nicht anbrennt. Wir richten uns nämlich während des Bratens dann schon langsam unsere restlichen Zutaten her, die wir für den Guss, also für den Belag oben brauchen. Dann kannst du schon den Feta-Käse herrichten, die Eier und die Gewürze. Noch für meine kurz sauber. Ich habe vielleicht auch noch ein bisschen was zum Herrichten. Immer wieder auf den Spinat achten. Geht eigentlich nur darum, dass der einfach schon warm ist und die Zwiebel schon einmal durchgebraten ist, dass man nicht die rohe Zwiebel dann auf den Teig drauflegt. Liebe Grüße nach Baunatal! Den Feta, achtet beim Feta auch drauf, dass einfach da gute Qualität hat. Sie hat da jetzt Bio-Qualität. Wenn ihr sowas kriegt im Supermarkt, man kann, wenn man keinen Feta mag, auch Mozzarella verwenden dafür. Ist ein sehr weicher Käse, hat auch weniger Fett wie zu Hauptkäse, wie Parmesan zum Beispiel. Das heißt, wir haben da jetzt ungefähr 200 Gramm, wenn ihr jetzt einen Hauptkäse verwendet, Parmesan oder einen Bergkäse.
verwendet ca. 120 Gramm, um auf ähnliche Nährwerte zu kommen. Wir schneiden uns dann einfach in kleine Stücke, kleine Würfel. Der Filterkäse ist also super Eiweißlieferant, aber auch hochwertiges Milchfett. Geben wir alles in unsere Schüssel hinein. Bereit. Der Käse gibt natürlich schon viel an Würze in den Guss oder an den Belag. Da können wir mit den Würzen ein bisschen aufpassen. Genau, wenn die Pia gerade schon Gewürze ins Spiel bringt, das ist ganz wichtig, auch bei den Gewürzen vom Geschmack her, achtet dann wirklich darauf, dass ihr Gewürze aus Bio-Qualität kauft. Wir haben super Produkte von Sonnenschorn, haben da nur gute Erfahrungen mit. Einfach, weil die in hoher Qualität produzieren. Und der Vorteil in dem Store natürlich in Innsbruck, den jetzt hier für die Einheimischen, ist ein relativ kleiner Laden. Und die Andrea, die kann ziemlich durchlaufend eigentlich die Produkte neu bestellen. Die haben wenig Lagerzeit, das heißt, die Produkte, die in Innsbruck stehen, die sind wirklich immer topfrisch. Ihr seht es auch direkt, wenn ihr euch mal ein Gewürz mit grüner Farbe anschaut, ob das ein Dill ist, ob das italienische Kräuter sind, die sind richtig, richtig intensiv grün und schmecken auch ganz, ganz, ganz intensiv. Gerade für die Innsbrucker natürlich, jetzt in der Zeit hat sie Andrea gar nicht so einfach mit ihrem Store, weil keiner natürlich zum Einkaufen gehen sollte. Sie hat es aber super gelöst und ihr könnt bei ihr die Produkte, die Sonnentor-Produkte bestellen. Schaut auf der Website von Sonnentor, nehmt es ein bisschen als Produktkatalog und kontaktiert die Andrea direkt. Sie hat ihre E-Mail-Adresse und die Handynummer angegeben. Sie beliefert euch in Innsbruck mit ihrem Fahrrad oder wenn ihr außerhalb von Innsbruck seid, versendet sie das Ganze auch gern per Post. Was ganz wichtig ist, wenn ihr über die Homepage geht, dann achtet darauf, ihr könnt es schon bestellen dort. Achtet nur bei, auf das Click and Collect, dass ihr wirklich auf Click and Collect geht und den Store in Innsbruck angeht, dass es dann über die Andrea läuft. Das wäre ein Herzensanliegen von uns und würde uns arg freuen, wenn da ein paar Produkte noch gekauft werden. Genau, weiter geht's mit unserem Belag. Wir geben da jetzt ungefähr einen Teelöffel Salz dazu und immer passend zum Spinat frische Muskatnuss. Schreiben wir da direkt rein. Genau, vermengen uns das und dann hole ich schon einmal meinen vorgebackenen Teig jetzt aus dem Rohr heraus. Wenn wir uns gleich anschauen. Der ist schön flach gebacken, gleichmäßig durchgebacken, leicht aufgegangen, genauso wie wir das eigentlich haben wollten. Unsere Spinatmischung einfach mal durchrühren, auch noch ein bisschen an Pfeffer dazu, wäre das gerne noch. Und dann können wir uns die ganze Masse schon zum Feta dazu in die Schüssel geben. Da wird zum Beispiel auch 100% Kaffeenutz reinpassen. Ja, ihr könnt, hier kommt eine Frage, wo Kaffeenutz auch in der Schwangerschaft geht. In kleinen Mengen sind die Gewürze eigentlich alle überhaupt gar kein Problem. Wenn das geschmacklich für euch gut
gut geht, dann nehmt es super gerne mit dazu. Achtet einfach darauf, dass ihr vielleicht nicht die ganze Nuss an einem Tag esst, aber so ein bisschen was tut auf jeden Fall gut. Genau. Zu der ganzen Masse, dass das natürlich bindet, geben wir zwei Eier dazu. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, Eier in eurer Küche zu verwenden, wenn ihr hochwertige Eier habt. Am allerbesten hier beim Bauern oder wieder Eier Bio-Qualität. Liefern euch alle lebensnotwendigen Vitamine, scheint das einzige Lebensmittel, das alle notwendigen Vitamine beinhaltet. Wieder hochwertiges Eiweiß, gute Fette. Da braucht keine Angst haben, dass sich die Blutfettwerte, also das Cholesterin, dadurch negativ steigern. Hat ja früher immer geheißen. Oder Dami, hast du wahrscheinlich früher auch immer gehört? Entschuldigung, dass zu viele Eier schlecht sind. Ja, leider. Genau. Ein zum Glück widerlegter Mythos. Eier kann man nämlich immer und überall einbauen. Und mit dem Wissen, dass es ein vollwertiges Produkt ist, ein vollwertiges Lebensmittel, perfekt. Hier kommt gerade die Frage von der Sabine. Zwei Eier dazu, genau. Hat die Pia jetzt dazu geschlagen. Und ein Wunsch nach Pinienkerne. Pinienkerne passen optimal dann noch drauf. Optimal. Auf jeden Fall streut es noch über den Spinat, wenn ihr das daheim habt. Pinienkerne passen super oder auch Sonnenblumenkerne passen da optimal dazu. Wenn ihr das Ganze vermengt habt, könnt ihr es auch schon direkt auf euren Boden geben und auch da wieder gleichmäßig verteilen. Einfach Achtung, das Blechen schmeißt, einfach schön verteilen. Das gibt eine richtig coole Farbe. Super vegetarische Alternative. Das Rohr bleibt jetzt einfach auf der gleichen Temperatur. Ich nehme die Anregung gleich mit an und mache auch ein paar Pinienkerne drauf. Danke für die Idee. Sehr gut. Also wenn ihr das gleichmäßig verteilt habt, ganz schön bis zum Rand, damit natürlich jeder ein Stück davon, bei jedem Stück schön die Füllung drauf ist, wir geben das Ganze einfach wieder ins Rohr hinein, circa 10 bis 15 Minuten. Wir schauen uns das einfach genau an. Und jedes Sakko wird ganz gleich arbeiten, deshalb immer die Zeiten so in schätzungsweisen Angaben, man weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr eine Viertelstunde während da drinnen, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass der Käse warm wird und schmilzt und das Ei anfängt zu stocken und das Ganze dadurch bindet. Während das Ganze jetzt im Rohr drinnen ist, bereiten wir uns einfach einen Salat zu. Wir machen heute einen Salat. Ich habe jetzt da alles schon Tiroler Produkte gelegt, wichtig eben beim Gemüse. Schaut, dass ihr regionale Produkte habt, geht es nach der Saison, weil nur dann habt ihr wirklich viele Vitamine, viele sekundäre Pflanzenstoffe in dem Gemüse drinnen. Also Radieschen, Gurke, ihr habt da jetzt frischen Petersil und ihr habt da jetzt frische Keimlinge, die ihr jetzt selber gezogen habt. Vor allem jetzt, wenn man vielleicht nicht jeden Tag frisches Gemüse kaufen will, eine super Alternative, Keimlinge oder Gerste selber zu ziehen, sind richtige Vitamin- und Enzymbomben, die dem Körper einfach viele wichtige Wirkstoffe geben. Dann kann man sie einfach in so einem Ziehkasten ziehen oder die Gerste direkt auf Watte geben. Genau, schaut mal kurz her. Ich habe hier nämlich auch heute wieder Sprossen angesetzt. Gibt es ganz einfache Lösungen in einem Glas. Ihr nehmt da Sprossen jeder Art, ich habe heute hier die Alfalfa-Sprossen, gibt es auch ganz tolle von Sonntor. Das geht 3 Tage maximal, ihr wascht die einmal morgens, einmal abends aus und habt das ganze Glas nach der Sprossen. Genau, ich nehme da jetzt einfach einmal die ganzen Zutaten klein.
Damit vielleicht erklärst du uns ein bisschen was über die Nährwerte von den Geräten heute. Genau. Man kann nicht wieder aufs Schnippeln konzentrieren. Ich bin sofort bei euch, ich habe kurz eine Sauerei hier. Okay. Ja, genau, und zwar. Super, auch zum Beispiel Buchweizen. Genau, Sprossen könnt ihr wirklich in aller Art hernehmen. Die Pia hat schon gesagt, ganz tolle Enzyme und gesundheitsfördernde Wirkung. Und was für uns immer ganz wichtig ist, Gemüse könnt ihr wirklich in jeder Form, so viel ihr wollt, dazu essen. Den ganzen Tag, ob ihr das mal als Snack zwischendurch an der Karotte rumknabbert oder einfach wirklich rohkost in der Gemüsepfanne. Gemüse gehört einfach dazu, weil es erstens ganz viele wichtige Vitamine hat, schön, dass du dabei bist, aus Leben zuschaust. Genau, also nochmal von vorne. Gemüse, aus dem Grund viele wichtige Vitamine, viel Ballaststoff. Ihr habt einfach ein großes Volumen in der Mahlzeit, wodurch ihr eure Nährstoffdichte klein halten könnt. Das bedeutet, ihr könnt trotzdem große Mengen essen, ohne super viele Kalorien zu euch zu nehmen. Aus diesem Grund mixt das Gemüse kunterbunt. Ihr seht, ich habe sogar heute auch ein bisschen variiert. Ich hatte noch Salat übrig. Mag ich super gern dazu. Dann habe ich einfach Rucola, Fokasalat, noch einen normalen Blattsalat dazu genommen. Habe das alles schon mal zusammengemixt als einen großen Salattopf. Genau. Wenn ihr als ganz kleine Idee vielleicht oder auch die Zusammensetzung auch in unserem Buch seht, hat die Pia in ihrem Kochbuch, ich bin immer ein bisschen durcheinander, wenn ich eure Kommentare lese, das super gut aufgebaut. Und zwar genau so, je aktiver ihr seid, desto mehr Kohlenhydrate dürft ihr in euren Alltag integrieren. Heißt aber nicht, dass ihr über den Tag viel weniger essen müsst. Und so könnt ihr das über die Portion Gemüse einfach richtig gut aufbauen. Achtet immer darauf, wenn ihr ein Gericht zusammenstellt, wählt als erstes die Proteinquelle. Das ist egal, ob das tierisches Protein oder pflanzliches Protein ist. Ihr könnt das kunterbunt eigentlich mischen. Wählt dann eure Gemüsebeilage mit dazu und zum Schluss kommen erst die Kohlenhydrate. Habt ihr euch viel bewegt, dann ein bisschen mehr. Habt ihr euch nicht so viel bewegt, einfach ein bisschen weniger. Ihr könnt die gleichen Gerichte machen und trotzdem das quasi auch für euch als Familie anpassen. Zum Beispiel, wenn der Mann eher ein bisschen kohlenhydratlastiger essen könnte, dann macht ihr einfach eine Portion mehr Kohlenhydrate dazu und für euch einfach selber ein bisschen weniger. Oder andersrum, kann genauso sein. Genau, einfach in diese Richtung. Ich glaube, es kam gerade noch eine Frage mit den Sprossen. Die Lisa, die Schwester von der Pia, hat sogar schon geantwortet. Ah, perfekt. Zweimal am Tag durchwaschen. Genau, einfach durchgespült werden und so genügend Flüssigkeit auch haben, um wirklich gut zu quellen. Genau. Also wenn ihr mein Buch schon kennt, mein Prinzip, also das Active Food Prinzip, es gibt immer zwei verschiedene Modelle. Eben wie die Dami schon gesagt hat, wenn sie euch weniger bewegt, die Kategorie mit weniger Kohlenhydraten, das wäre jetzt ein Gericht mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten. Das wäre zum Beispiel die ideale Mahlzeit, wenn ihr Sport gemacht habt, nach einem Phase 5 Workout. Wenn ihr da mitgemacht habt, wäre das ideal, um einfach die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Ihr habt einen super Anteil an Gemüse, tolle, hochwertige Proteine und Fette dabei. Also das wäre ein ideales Gericht. Wenn ihr mein Buch noch nicht kennt, ich zeige es euch kurz. Damit sag ich. Wird schon gezeigt. Wird schon gezeigt, okay. Gut, ich sehe die leider nicht, Dami. Gut. Genau, wir blättern schon mal durch. Will ich irgendwas zeigen? Wir gehen jetzt so weiter. Ich schneide einfach die Petersilie und dann auch die Sprossen klein. Oh, Pia, ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Bei manchen geht es zu schnell. Okay.
Philipp, liebe Grüße nach Rostock. Aber Philipp, du kannst helfen. Genau. Anpacken. Dann geht's schneller. Genau, bremst uns ein. Wir können natürlich das Rezept schon, haben alles schon bereitgelegt. Nicht stressen lassen von uns. Ich hack einfach einmal da die Kräuter noch schön durch. Und schneiden da ein paar Sprossen ab. Jetzt übrigens gute Zeit, um euer Hochbeet oder eure Balkonpflanzen auf Vordermann zu bringen. Nehmt euch da selber ein paar frische Kräuter, baut die quasi selbst an. Dann habt ihr jedes Mal einen kurzen Gang zum Blumentopf und holt euch frische Kräuter mit für eure Gerichte mit dazu. Ihr könnt da ziemlich viel reinmachen. Sogar jetzt, also wenn Baumärkte zu haben, geht einfach beim nächsten Einkauf im Supermarkt die Samen dazu kaufen und pflegt eure Kräuter. Genau, so frisch kann man Lebensmittel gar nicht kriegen im Geschäft, wie direkt aus dem eigenen Kräutergarten oder aus dem eigenen Gemüsegarten. Natürlich verlieren Kräuter, Gemüse, Obst und so weiter ihre Wirkstoffe durch lange Lagerung. Deshalb eben eine kurze Transportwege über lokale Anbauer geben. Ihr könnt dann natürlich einen Salat eurer Wahl zubereiten, könnt es entweder mit Essig und Öl servieren. Da wäre jetzt ein ideales Öl, zum Beispiel für einen Salat Olivenöl. Es kann auch ein Schuss Walnussöl sein oder Leinöl. Wir marinieren das Ganze jetzt einfach mit ein bisschen Zitrone. Ein Schuss Olivenöl dazu. Wichtig, schaut wirklich, dass ihr einmal mit einem Esslöffel euer Öl in den Salat reingebt. Natürlich hochwertiges Fett in einem Olivenöl zum Beispiel, aber so eine flotte Runde über die Salatschüssel gibt natürlich auch sehr, sehr viele Kalorien rein. Wir empfehlen immer ungefähr ein Esslöffel pro Person, weil so ein großer Esslöffel Öl hat ungefähr 100 Kalorien ungefähr, was gut investiert sein bei einem Olivenöl, aber eben wenn man da einmal die Runde fährt, hat man oft gleich 5, 6, 7 Esslöffel Öl drin in einem Salat und aus dem gesunden Salat wird natürlich ein hochkalorisches Gericht. Also da darauf achten, wenn ihr Zitrone verwendet, ihr habt auch da immer Bio-Zitrone, rollt es ein bisschen auf eurem Brett einfach, weil dann verteilt sich der Saft gut. Die Bohnen platzen so ein bisschen auf und das Saft für die Alternativlösung, wenn ihr mal nicht unbedingt eine frische Zitrone zu Hause habt, aber nicht unbedingt Essig hernehmen wollt. Es gibt von Sonnentor die ätherischen Öle mit Gewürzen. Die sind richtig, richtig lecker. Ihr nehmt da einfach einen Spritzer, also wirklich einen Tropfen hier rein, minimal. Und ihr werdet sehen, es schmeckt unglaublich natürlich nach Zitrone. Es ist ein bisschen Zitronenmelisse mit dabei. Richtig, richtig leckerer Ersatz. Und was ich mega gern mag, überall als mein Wundergewürz Kurkuma, mache ich sogar in die Salatsoße. Wichtig nur, habt einen Pfeffer mit dabei, dann kann das Kurkuma auch toll aufgenommen werden und gibt nochmal ein bisschen einen Geschmack dazu. Genau. Also den Salat einfach noch belieben würzen. Ihr passt sogar für Zitronenpresse. Ich drücke das immer alle Jamie Oliver einfach in die Hand. Lasst den Saft da durchrinnen, dass die Kerne einfach in meiner Hand drinnen bleiben. Sechs, die Kerne bleiben da zurück und der kann man Biomüll schmeißen. Gut, Hände waschen. Also bei mir duftet schon super lecker. Ich hoffe, bei euch daheim auch schon. Oh, lecker. Ich sehe schon hier, es gibt sogar Varianten mit Grünkohl.
Wir freuen uns natürlich immer auf Bilder, wenn ihr uns nachher teilhaben lasst, wie euer Gericht aussieht. Einen kurzen Kommentar, wie es schmeckt. Genau. Schön. Genau, natürlich auch da mit Gewürzen noch ein bisschen spielen. Wir haben jetzt heute da zum Beispiel auch noch von Sonnenbau die Salatkräuter mitgenommen. Einfach frische, tolle Kräuter, die sind da, obwohl sie getrocknet sind, noch wunderschön grün. Da sind ein paar frische Blüten dabei, macht das Ganze einfach noch schön. Ja. Salz dazu. Wir sind schon die ersten ungeduldigen Pia. Wie lange dauert es noch im Ofen? Nicht mehr lange. Wir geben da einfach noch unser Olivenöl dazu. Ich mache das Ganze für zwei Personen, deshalb zwei Esslöffel Öl ungefähr noch dazu. Vermische das Ganze. Viele vertragen mit wirklich gut Rohkost, variiert es da einfach einmal. Es passt da super. Gekochter Karottensalat dazu, gekochte Rohne zum Beispiel, fein rascheln, muss nicht ein Rohkostsalat sein, weil euch das nicht so gut bekommt. Also Salat ist fertig. Und dann schaue ich noch einmal ins Rohr. Ich schaue jetzt einfach einmal, greife auf den Belag mit der Hand kurz drauf. Wenn das Ei schön gestockt ist, das heißt, wenn es nicht mehr flüssig ist, dann ist das Ei durch und wir können das Ganze rausnehmen. Heißer Dampf steigt auf. Ach so. Vor allem auch in der Mitte, wo der Teig meistens am dicksten ist. Kannst du dann gleich mal herschauen. Einfach da schauen, falls da das Ei noch flüssig wäre, ist das Ganze noch nicht durch. Stellen wir das durch. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Pizzaroller, geht aber auch natürlich ein scharfes Messer. Ich nehme es nur von der Dauerbackfolie runter, weil ich würde es sonst zerschneiden, dann wäre es kaputt. Ich hebe das so also mit dem Messer auf ein Brett her. Ihr seht, der ist schön knusprig. Genau. Ich sehe, sind die Aschen schon am Essen. Okay. Richtig super, lasst euch das schmecken, solange es richtig frisch ist. Da habt ihr recht. Passt, wir geben uns einfach ein bisschen Salat auf den Teller. Die Pizza wird jetzt für vier Personen hier reifen. Ihr könnt sie einfach, wenn sie zu zweit seid, einfach in den Kühlschrank packen, am nächsten Tag kalt essen oder einfach im Backrohr nochmal kurz erwärmen. Das ist richtig knusprig. Genau. Das ist super Gericht, wenn man mal wen eingeladen hat, zum Beispiel. Sage ich das dazu mal. Genau. Man könnte jetzt auch da einfach noch ein paar frische Bienenkerne drüber tun. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte zurück gerne reingetan, aber wir wohnen in Hatting in einem mini kleinen Ort, wo wir noch ganz einen kleinen Supermarkt haben. Da gibt es leider keine Bienenkerne. Darum haben wir da keine. Dabei, so schaut unser fertiges Gericht jetzt aus. Es duftet ganz lecker. Schaut es einfach mal an. Ja, lecker. Da freut man sich jetzt schon richtig aufs Essen. Jawohl. Wir wollten euch mit dem Gericht dann einfach mal zeigen, wie flexibel man eigentlich sowas zusammenstellen kann. Wie ihr auch für die Woche das wirklich vorplanen, weil uns das im Moment einfach extrem wichtig ist oder noch mal wichtiger ist als vielleicht auch in einem stressigen Alltag. Plant wirklich vor, macht euch einen Plan mit euren Wochentagen, mit den Mahlzeiten, was ihr wirklich kochen wollt. Denn erstens kommt wenig weg, ihr müsst wenig Gemüse übrig lassen und ihr müsst einfach nicht so oft in den Supermarkt gehen. Mit solchen Lebensmitteln oder mit solchen Rezepten könnt ihr einfach komplett eure Grundversorgung abdecken. Ihr habt immer gute Nährstoffe mit dabei, frische Gerichte und seid so einfach top
ja, versorgt. Falls ihr jetzt im weiteren Fragen habt an uns, dann meldet euch einfach bei mir, bei der Pia, über die Base 5. Genauso die Pia hat ihr Buch noch mit vorgestellt. Wenn euch das interessiert, schreibt der Pia direkt. Meldet euch bei uns. Wir sind ganz offen für Fragen und auch super gern für Feedback. Also lasst uns ruhig wissen, wie euch das heute gefallen hat. Wir haben das zum ersten Mal gemacht und sind eigentlich super happy, obwohl wir auch ganz arg nervös waren am Anfang. Aber so ist ja immer beim ersten Mal. Deswegen, ja. Ich hoffe, es hat bei allen total gut geklappt. Ihr seid gut mitgekommen und konntet das nachvollziehen. Die Pia hat es super gut erklärt. Und auch für den weiteren Verlauf. Gerade wenn ihr jetzt in dieser Zeit, wo jetzt einige schon wirklich eine Weile in Heimquarantäne sind, manche, bei manchen jetzt erst losgeht, wenn ihr die Zeit nutzen wollt und eure Ernährung oder eure Essgewohnheiten ein bisschen hinterfragt, verändern wollt, dann auch dann meldet euch jederzeit bei uns. Wir machen ja, seit Neuem eigentlich unsere Online-Coaching, unsere Coachings auch online. Also ihr erreicht uns von überall aus. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch einfach bei uns. Da sind wir jederzeit gerne bereit, euch zu unterstützen. Die ersten sind schon beim Essen. Ja, schmeckt perfekt. Super lecker. Wir sind auch schon gleich zum Essen. Erst ein bisschen schon abgeschnitten. Ich glaube, wir essen auch, solange es noch warm ist. Genau. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass man ein bisschen aufgeregt war bei unserem ersten Video. Aber es unterstützt uns natürlich mit euren Kommentaren und mit eurer Anwesenheit extrem. Wir wünschen allen guten Appetit und ich schätze, wir sehen uns bald wieder. Schönen Sonntag. Danke für Tschüss. Tschüss. Wir lassen es uns schmecken. Tschüss. Ciao.